Ein freundliches Guten Tag, hallo. Ich begrüße euch alle herzlich zu einer weiteren Folge von Shogun 2. Ich spiele mit zusammen mit dem Prinz Koala. Hallo Koala. Ja, hallo. Hallo, liebe Leute. Er hat auch einen Kanal, ich werde ihn unten noch verlinken. Den kennt ihr bestimmt auch. Und jetzt starten wir schon. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen quatschen. Wir spielen auf dem Java-Gebirgspass gegen zwei Fall of the Samurai-Spieler und wir zeigen euch mal ganz professionell, wie wir die fertig machen werden. Hust, hust. Hust, hust. Ewigkeiten das Spiel nicht mehr gespielt, aber wir legen professionell erstmal Fall of the Samurai-Spieler. Wir sind ja berüchtigt dafür schon im ganzen Shogun-Multiplayer, dass man ja auch mit Vanilla Fotz auf den Sack geben kann. Genau, darum machen wir das auch. Und mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe auch sogar Onabushi-Helden dabei. Ich habe die noch nie vorher verwendet. Und mal schauen, wie es funktioniert. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe Marathon-Mönche zum Beispiel noch nie wirklich verwendet. Ja, haben mir jetzt aber ein bisschen viel davon versprochen, dass sie ja vielleicht so ein paar Lunden-Soldätchen da hinterher sprinten können. Das Problem ist aber leider nicht, dass die weglaufen, die Lunden, sondern dass die zuerst schießen. Ja, wir haben ja so einen schönen Berg da in der Mitte, das passt schon. Ja, das ist auch, warum ich diese Map ausgewählt habe. Naja. Na, sonst auf offenem Feld hat man verkackt. Kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass unsere beiden Gegner auch beide deutsch sind. Genau. Das ist... Video stoßen, kann man den auch mal nett begrüßen jetzt, ja, hallo. Ja, genau, hallo. Das war hier Lord Söber, und wie hieß er bei dein Gegner? Steht ja links oben. Francesco. Ah, genau, Francesco. Also, wenn ihr es sieht, entweder GG oder ihr Schweine oder wie auch immer, ich weiß noch nicht, was passiert. Ja, schade, wenn man das mal wüsste. Wenn man das wüsste, wie am Ende ein Spiel ausgeht. Und das Spiel lädt etwas länger. Aber wenn wir von der Regel ausgehen, dann kann man sagen, GG, habt euch gut geschlagen, oder? Ja, genau, kann man auch sagen. Normalerweise schon. Die schienen ja auch bisher im Chat auch ganz in Ordnung zu sein, wo ich gefragt habe, dass ich aufnehmen darf. Naja. Gut. So, welche Dojos sind denn wichtig? Die wollen wahrscheinlich das Bogen-Dojo haben, nehme ich an. Ah, Bogen-Dojo, also für uns wäre nicht unerheblich, wenn wir das hier bekommen würden. Bogen-Dojo, ja gut, für die wäre das natürlich sehr von Vorteil, dass sie schneller nachladen können. Ja. Und das eigentlich, das hier wäre für uns nicht schlecht. Ich werde da meinen Woku-Kämpfer platzieren, um das da einzunehmen. Ja. Oder auch nicht. Auf jeden Fall mal überlegen, wo ich jetzt meine Laufroute hier plane. Oh mein Gott, ey, bin ich weit vorgelagert. Oh nein, ich werde da so schnell sein. Fuck. Lauf ich lieber den Hügel runter. So. Hier jetzt schon einer bereit. Ah, das ist doch, das ist nicht so schön. Also, das ist, nicht fair play. Nicht schön. Die Deutschen mal wieder. Genau. Unfreundlich wie eh und je. So. Wie? Oh, jetzt habe ich wieder mein Spiel verbuggt, ey. Das verdammte Kacke. Was ist passiert? Na, ich habe leicht. Einen Bug habe ich wieder in dem Shogun drin. Den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Dass ich halt, mit Shift nicht die Einheiten ziehen kann, in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ich weiß, was du meinst. Da unten in der Taskleiste, so. Also ich schau mal, was ich machen kann mit dem Schwert-Dojo, aber es ist halt eher bei denen schon. Mal schauen, was man da machen kann. So. Ja, ich versuche halt hier den Ausdauer-Dojo zu bekommen, um halt die Bewegungs... den Geschwindigkeitsvorteil zu erringen. Jupp. Das wäre schon mal gut. Auch die Ausdauer wirkt sich ja auf so eine Geplänkelschlacht, wenn das hier eine wird. Genau. Schaut gut aus. Und was hat der Gegner? Der hat United States Marines.
Schwarze Schildkröte. Was hat denn für ein General? Gucken wir mal an. Da kommt Ein Garde-Kavallerie. Jo, was mache ich mit der? Oh, Armstrong-Kanon hat der Gegner. Also der hat Artillerie. Aufpassen. So einer ist das also. Also jetzt glaube ich, sollten wir das DG schon fast langsam zurücknehmen, ne? Na, ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Infanterie der Marine. Ja, kommt denn jetzt hier alles? Also die bilden eine riesige Linie, also... Ja, geht halt kaum Weg dran vorbei, das ist jetzt unser Problem. Oh, jetzt fetzt hier irgendwas durch. Ja, ich habe zu viel Geld angemacht, ich glaube. Der von Schusswinkel. Steht die Kanone denn nach da hinten? Ja, da kommt man halt auch nicht dran. Man kann ja nirgendwie... irgendwo schön vorbeireiten oder sowas. Was ich nur hoffen kann, eventuell den Gegner noch schnell genug zu erwischen, dass er eventuell stehen bleibt und ich wenigstens einen Teil seiner Armee wegsnacken kann. Shogunatsinfanterie, Shogunatsinfanterie, Shogunatsinfanterie. Fuck. Er hat keine Nahkämpfer mitgenommen. Oh, das ist mutig. Na, jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Verdammt, die fliehen. Welche Einheiten fliehen? Eine Begleiteinheit nur. Ach, das ist ja uninteressant. Na, okay, du hast die Nahkampf nicht eingenommen, ne? Nee, nee. Bin ich jetzt nicht gekommen. Ja, der bombardiert mich gerade auch leicht. Und ja. Ich glaube, ich starte mal auf den Kern seiner Armee einen kleinen Angriff. Autsch, das tat weh. Habe ich kurz nicht aufgepasst. Ach. Oh, habe aber kaum was verloren. Wie viel? Na, 5 Mann. Oder 5 Frauen eher. Offene Formation, Rapfinder. Mir doch schon die Zange genommen. Dir doch ganz schön die Zange genommen. Ja, irgendwie. Es funktioniert gerade auch nicht so, wie ich möchte. Die sind schon ordentlich gut getaggt, die Leute hier. Ja. Oh nein, jetzt dürfen die auf keinen Fall schießen.
Attacke. So, ihr. Wieder auf die Flanke. Ihr nach da. Einen General habe ich. Den General hast du? Ja. Sehr schön. Hol ich mir jetzt seine Kanonen. Wieso kämpft ihr? Oh. Ja. Ah, ich bin aber gerade schön hier im Kampf. Also so schlimm sieht es jetzt gerade doch. Ja, bei mir ist ziemlich knapp. Also ich bin eigentlich, habe noch die Oberhand. Na, die Oberhand würde ich jetzt bei mir nicht behaupten. Die Kanonen sind jetzt auch gut. Also wie gesagt, Oberhand würde ich bei mir jetzt gerade nicht behaupten, aber es ist knapp. Verdammt knapp. So. Ja, den Kampf verliere ich gerade. Ich habe gerade einen Teil des Kavalleriekampfes verloren, leider. Ah, ich habe leider meinen General verloren. Na, ist nicht gut. Ah, jetzt hat er da hinten noch eine Einheit. Gerade infanterische Granaten sind natürlich nicht gut. Alter, was halten die denn aus? Ah, jetzt ballert dein Typ auch noch auf meine. Ja, okay, ich bin jetzt tot. Ah, verdammt, ja gut. Das hat jetzt für mich auch. Aber es war nicht mehr viel übrig vom Gegner, schade. Ah, ich glaube, bei dir ist weniger übrig als bei mir. Ich habe mehr auf die Fresse bekommen. War der Gegner blau? Oh ja, ja. Ja, war jetzt mal eine Ausnahme, es kann auch mal andersrum ausgehen. Ja, es war halt. Wir haben zu viele Gelder gehabt und zu große Armeen. Die konnten sich halt auf die ganze Map einfach ausbreiten. Wenn man eine Linie bilden kann, dann hat man verloren. Ja. Ja, bei einem 1 gegen 1 ist auch nochmal ganz was anderes, denke ich. Ja, das kommt auch noch hinzu. Es war einfach viel zu viel. Gut gespielt, zumindest an meinen Gegner. Bei dir konnte ich wirklich nicht viel rüberschauen. Ja, das ist halt eine Sache. Also ich weiß nicht, wie gut das gespielt ist. Also ich halte da nichts viel von, eine Linie zu bilden. Das ist nicht schwer. Und dann stehen bleiben. Hm. Der hat mich ja sozusagen dazu getrieben, dass ich vorrücke. Dein Gegner jedenfalls, mit der Kanone. Hm. Weil er sonst mich auseinandergenommen hätte zu viel. Naja. Den Sieg will ich nicht schmälern dadurch, aber das ist typisch Fall of the Samurai halt. Ja, ja. Aber beim Gegner, ich glaube, da waren echt nur noch zwei Linien wirklich übrig. Schade, dass er dann nochmal mit einer Kavallerie, die habe ich nicht bekommen. Da wollte ich, bin ich mit meiner Jahre-Kavallerie am Verfolgen gewesen, ist dann durch seine Infanterie gerannt und da sind meine dann hängen geblieben. Dann konnte er sich meine Daikis schnappen. Sonst hätte ich ihn eigentlich noch weghalten können, aber ja, so ging das dann eben nicht. Ja, und dann kam noch diese Kavallerie von deinem Gegner da, die kaiserliche Garde-Kavallerie, und hat meine Mönche weggeballert, die dann noch den Nahkampf gerade gewonnen hatten, und dann war es vorbei. Mhm. Naja. Schade, schade. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen, mit mir zu spielen. Ja klar, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade gegen so eine Armeeversuch war es ja wert. Wir können es ja später wiederholen, aber mit kleineren Armeegrößen und eventuell weniger Geld. Dann haben wir auf jeden Fall eine Chance. Jawohl, ja. Und dann wenden wir nächstes Mal eventuell auch ein paar Ninjas an. Die sind nicht schlecht gegen Fall of the Samurai. Stimmt. Stimmt, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Nehmen wir nächstes Mal Ninjas mit. Das genau. Machen wir mal. Genau. Leute, es hat euch gefallen und
schaut mal bei Koala vorbei. Ihr findet ihn auch bei mir in den Kanalverlinkungen. Und hast du noch ein Schlusswort? Ja, also danke für die Empfehlung. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.